habe im Internet recherchiert über diesen Lehrgang und bin dann nach Hamburg gekommen, weil es in Österreich für mich nichts Vergleichbares gegeben hat. Und ich möchte dann gern nebenberuflich in einem Pflegeheim tätig werden. Ja, ich habe bereits ein soziales Jahr in Nürnberg absolviert und dort auf einer geriatrischen Reha Erfahrung gesammelt. Ja, da ich mich beruflich etwas verändern möchte, auch mit 52, habe ich halt eben recherchiert und übers Internet bin ich dann auf die Hamburger Akademie gestoßen. Da mir es also wichtig ist, irgendwie noch die letzten Arbeitsjahre beruflich etwas mit Menschen zu tun haben zu wollen, kam ich dann also auf den Ausbildungsgang Fachkraft in der häuslichen Pflege mit Pflegediensthelfer. Ja, im Grunde genommen bin ich Quereinsteiger. Ich bin eigentlich Schlosser vom Beruf, arbeite aber seit letztem Jahr direkt in der Pflege als Assistent für Behindertenpflege und wollte mein Wissen erweitern und deshalb bin ich auf diesen Lehrgang gestoßen. Also ich habe einen pharmazeutischen Beruf und möchte jetzt einfach mein pharmazeutisches Wissen dann auch im pflegerischen Bereich einsetzen. Die Studienhälfte, das ist unheimlich interessant und sehr einfach dargestellt, dass man das auch wirklich gut mitkriegt, was da drin steht. Und was ich also ganz toll finde, dass ich also individuell lernen kann, also zeitunabhängig, ich kann es zu Hause machen oder wie ich halt eben die Zeit finde. Und ich erhoffe mir mit dem Abschluss dann auch beruflich dann noch einen Neuanstieg stattfinden lassen zu können. Da ich eben aus familiären Gründen keine dreijährige Vollzeitausbildung in der Pflege machen kann, kommt das mir sehr gelegen, kann meine Zeit frei einteilen und kann eben der Familie auch noch gerecht werden. Die finden das klasse. Denn man lernt ja nie aus. Die Theorie ist das eine, wenn man mit den Heften alleine sitzt und das erarbeitet und vielleicht auch ein Feedback kriegt von der Studienleiterin, schriftlich, kurz mal. Und es ist doch ein Unterschied, wenn man dann diesen Praxislehrgang mitmacht. Da lernt man eben die Leute dazu kennen und eben auch die Praxis dazu, ist klar. Es gefällt mir sehr gut, weil es diese Kombination aus Fernstudium zu Hause ergibt und die Praxis, die dann im Seminar vermittelt wird, dass man das dann verbinden kann.